Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir werden uns heute mit ganz einfachen Antennenstrukturen beschäftigen. Das ist keine Vorlesung in Antennentheorie. Das heißt, wir werden dieses hochinteressante und wichtige Gebiet tatsächlich nur streifen können. Und wir werden uns fokussieren auf zunächst mal eine ganz wichtige Elementarquelle, nämlich den Hertzschen Dipol oder sein magnetisches Äquivalent, und uns dann mit ganz einfachen Linearantennen oder Drahtantennen beschäftigen. Gut. Der Ausgangspunkt soll also folgende Geometrie sein. Wir haben eine Quelle, die werden wir gleich auch nochmal schrumpfen, sprich infinitesimal klein machen. Aber im Moment hat sie einfach noch eine gewisse Linearausdehnung, die wir L nennen. Und diese Quelle soll ein gerader Bereich sein, ein Stück Leiter beispielsweise. Und wir legen unser Koordinatensystem jetzt so, dass der Ursprung unseres Koordinatensystems im Mittelpunkt dieses Leiterstückes ist und dass die Z-Achse entlang der Leiterachse ausgerichtet ist. Das kann man natürlich immer machen. Dann ergeben sich für einen Punkt sphärische Polarkoordinaten, die durch die Länge dieses Ortsvektors R gekennzeichnet sind und durch die beiden Winkel Phi in der XY-Ebene und Theta von der Z-Achse aus gezählt. Hier im Bild sind, wenn wir das gleich auch nochmal brauchen, auch die Einheitsvektoren ER, E Phi und E Theta nochmal mit angedeutet. Am Ort P, den wir hier betrachten, wird uns das Vektorpotenzial interessieren. Und wenn wir tatsächlich nur einen in Z-Richtung orientierten Strom haben, dann werden wir sehen, dass das auch nur ein in Z-Richtung orientiertes Vektorpotenzial ist. Gut. Das ist die Geometrie. Und wie kommen wir jetzt auf den Hertzschen Dipol? Also erstmal muss man sagen, der Hertzschen Dipol ist eigentlich keine real existierende Antennenstruktur, sondern er ist eine Idealisierung. Er ist eine Idealisierung einer lokalen Quelle elektromagnetischer Wellen. Und diese Idealisierungen, diese Elementarstrukturen, die werden auch sehr, sehr gerne in der Modellierung von Antennen oder auch als Bezugsgröße für Antennencharakteristiken genommen und haben deswegen eine ganz besondere Bedeutung. Abgesehen davon sind sie analytisch berechenbar, was das Ganze hier im Rahmen unserer Veranstaltung natürlich auch besonders attraktiv macht. Realisiert wird der Hertzsche Dipol, und das ist ja hier schon angedeutet, durch einen extrem kurzen geraden Leiter, in den ein Wechselstrom eingeprägt ist. Und es kommt gleich nochmal, aber ich sage es jetzt schon mal. Und extrem kurz heißt eben, er muss auf jeden Fall so kurz sein, dass ich diesen Wechselstrom als räumlich nicht räumlich abhängig ansehen kann, dass ich also sagen kann, okay, wir haben überall auf diesem kurzen Leiterstück den gleichen Strom. Und das hat natürlich irgendwas mit der Wellenlänge zu tun. Das heißt, dieses Stück muss besonders kurz sein im Vergleich zur Wellenlänge. Ganz typisch sind so Werte Lambda Zehntel, aber wie gesagt, das werden wir nachher noch ein bisschen genauer sehen. Für harmonische Zeitabhängigkeiten können wir das Vektorpotenzial in Lorentz-Eichung natürlich sofort hinschreiben, weil wir das ja schon hatten. Und wenn wir jetzt eben einen sehr dünnen Leiter haben, sodass wir also von der Stromdichte gut übergehen können in den Strom und dieser dann auch nur Z-gerichtet ist, dann ergibt sich diese Form, an der man schon sehr einfach abliest, was ich eben gesagt habe. Wenn der Strom nur Z-gerichtet ist, dann wird auch das Vektorpotenzial Z-gerichtet sein. Und jetzt wollen wir als nächstes uns natürlich dieser Annahme widmen, dass der Strom
keine Ortsabhängigkeit hat. Das heißt, wir nehmen diese Formel jetzt noch mal mit rüber auf die nächste Folie. Die steht hier oben einfach noch mal. Und jetzt definieren wir, was wir unter einem Herzchendipol verstehen. Der soll also jetzt tatsächlich die Länge dieses Leiters wesentlich kleiner sein als die Wellenlänge. Ich habe eben schon gesagt, Lambda Zehntel ist ein guter Wert. Da gibt es natürlich keinen harten Punkt, wo man sagt, okay, ab dann ist es ein Herzchendipol, aber Lambda Zehntel können Sie vielleicht mal annehmen. Der Leiter soll linienförmig sein, also insbesondere können wir hier die Dicke und damit eben Dickenabhängigkeiten des Stromes vernachlässigen. Die Stromverteilung auf dem Leiter ist konstant, das ist die wichtige Annahme, die jetzt noch mit dazu kommt. Und ja, wenn der Strom konstant ist, wenn er nicht abhängt von der Z-Koordinate, dann können wir natürlich das Ganze nach vorne ziehen, was das Ganze nochmal extrem vereinfacht. Und weitere Vereinfachungen kommen eben dadurch, dass in diesem Fall, wenn er also extrem klein ist, der Ort innerhalb dieses Dipols ja keinen großen Unterschied macht. Das heißt, wir können annehmen, dass R' immer der Nullvektor ist. Und damit ist natürlich auch R minus R' immer nur Betrag von R selber. Sprich, alles, was von R' abhängig ist in diesem Integral, wird beim Herzchendipol tatsächlich unabhängig von R'. Und damit wird das Vektorpotenzial natürlich sehr, sehr einfach. Wir können die ganzen Terme vor das Integral ziehen und von dem Integral bleibt dann wirklich nur noch übrig Integral von minus L halbe bis plus L halbe dz. Und das ist natürlich L, sodass dieser Term hier übrig bleibt für das Vektorpotenzial. Ganz besonders einfach eben im Falle des Herzchen Dipols. Und naja, das haben wir schon gesagt, Sie sehen natürlich, dieses Vektorpotenzial hat nur eine Z-Komponente. Obwohl das in kartesischen Koordinaten sich jetzt so einfach schreibt, nur eine Z-Komponente, werden wir jetzt trotzdem zu sphärischen Polarkoordinaten übergehen, einfach weil das Koordinatensystem ist, was dieser Geometrie am besten angepasst ist und die weiteren Rechnungen dann einfach in sphärischen Polarkoordinaten einfacher werden. Das heißt, wir schreiben dieses Potenzial jetzt mal um. Klar ist, das hat natürlich keine Phi-Komponente, weil es hat ja nur eine Z-Komponente. Die Projektion auf die XY-Ebene ist damit 0 und dann kann es keine Phi-Komponente haben. Aber es hat natürlich, das Vektorpotenzial hat natürlich eine AR-Komponente, eine radiale Komponente und es hat eine Komponente in Theta-Richtung. Und wie groß diese Komponenten sind, das können Sie an der Zeichnung, an der Geometrie, die am Anfang gegeben war, auch einfach nochmal nachvollziehen. Das ergibt sich natürlich einfach dann als AZ Cosinus Theta und minus AZ Sinus Theta. Das Minus kommt einfach daher, dass, schauen Sie sich nochmal die Geometrie an, wenn AZ nach oben gerichtet ist, dann ist eben der Einheitsvektor Theta trotzdem so schräg nach unten gerichtet. Und das gibt das negative Vorzeichen hier. Ja, und AZ kenne ich ja, das steht hier oben, also bekommen wir diese Ausdrücke für AR und Atheta. Aus dem Vektorpotenzial, das wissen wir ja inzwischen zu Genüge, können wir natürlich das Magnetfeld ausrechnen. Hier oben nochmal das Vektorpotenzial hingeschrieben und das Magnetfeld, es gilt ja B gleich Rotation A, also ist H gleich 1 durch μ Rotation A. Und wenn wir uns anschauen, dass wir hier nur eine R und eine Theta-Komponente haben und die R und Theta-Komponente ihrerseits auch keine Phi-Abhängigkeit haben, dann bleibt von dem Rotationsoperator in sphärischen Polarkoordinaten tatsächlich nur noch übrig 1 durch r d von r a theta nach dr minus d a r nach d theta und das Ganze in Phi-Richtung. Das heißt, man sieht sofort, dass eben das Magnetfeld nur eine Phi-Komponente hat.
Das ist auch nicht so wahnsinnig überraschend. Der Strom hat eben nur eine Z-Komponente und das H-Feld dann eben nur eine Phi-Komponente. Das ist schon eher das, was man auch von vornherein so erwartet hätte. Ja, und jetzt müssen wir natürlich hier die partiellen Ableitungen bilden. Hier oben stehen die Terme. Das ist nicht schwierig und ich werde das jetzt nicht klein-klein durchführen. Wenn Sie es nachvollziehen wollen, sind hier zwei Zwischenschritte mal angegeben. Zwischendurch nutze ich auch aus, dass K gleich Omega durch die Phasengeschwindigkeit ist. Das ist ja die Definition der Phasengeschwindigkeit. Und damit kann man den Term dann auch so umschreiben, dass keine alleinige Ortsabhängigkeit mehr auftaucht. Wenn Sie sich hier die Terme in der untersten Zeile anschauen, die einfach nur äquivalente Darstellungen des Gleichen sind, dann haben die alle die Eigenschaft, dass R nur noch zusammen mit dem K auftaucht. Das heißt, wir können das vollkommen schreiben in der dimensionslosen Größe K mal R. Und das ist natürlich besonders schön. Und daran sehen Sie auch schon, dass es hier sowas wie eine natürliche Längeneinheit gibt, weil in dem K, das K ist ja nichts anderes als 2Pi durch Lambda. Das heißt, letztendlich ist das Lambda die natürliche Längeneinheit, um hier den Abstand zu zählen. Ja, Sie können aus dem Magnetfeld natürlich auch das elektrische Feld berechnen. Genau genommen gibt es zwei Möglichkeiten, das elektrische Feld zu berechnen. Zum einen können Sie es nämlich direkt aus dem Vektorpotenzial berechnen. Das hatte ich vorher schon mal angemerkt, dass das geht. Das liegt einfach daran, dass hier zum Beispiel in Lorentz-Eichung das Skalarpotenzial und das Vektorpotenzial eben nicht mehr voneinander unabhängig sind, sondern wir haben ja die Möglichkeit, Divergenz A über die Eichung auf einen uns genehmen Wert zu setzen. In dem Fall machen wir das so, dass Divergenz A plus J Omega Epsilon Mu, also in dem J Omega steckt natürlich die Zeitableitung, Skalarpotenzial gleich 0 ist und damit ist das Skalarpotenzial durch das Vektorpotenzial festgelegt. Und ist natürlich auch das E-Feld durch das Vektorpotenzial festgelegt, weil es gilt ja E gleich minus Gradient Phi minus J Omega mal A, J Omega wieder für die zeitliche Ableitung. Und damit ist E gleich 1 durch J Omega Epsilon Mu Gradiv A minus J Omega mal A. So könnte man das E-Feld ausrechnen in Lorentz-Eichung hier. Das werden wir hier aber nicht so machen, weil ich finde, dass es einfach direkt über die Maxwell-Gleichung einfacher geht. Es gilt ja Rotation H gleich J plus, ja eigentlich dd nach dt. Das wird hier natürlich zu J Omega Epsilon mal E. Weil wir im Lösungsgebiet J vernachlässigen können, wir sind ja betrachten das Ganze ja außerhalb des Quellgebietes, das heißt J ist 0, dann wird E einfach 1 durch J Omega Epsilon Rotation H. Das heißt, wir brauchen im Wesentlichen jetzt einfach nur von dem bekannten H die Rotation zu bilden, den Vorfaktor davor zu schreiben und dann sind wir auch schon fertig. Ja, und wenn man das macht, auch da jetzt nicht alle Schritte, das ist wirklich Standardverfahren, das können Sie zur Übung gerne selber machen. Das Ergebnis steht hier und wir schauen uns lieber die Terme ein wenig an. Zum ersten Mal taucht hier der Feldwellenwiderstand Z auf, das ist ja nichts anderes als Wurzel μ durch Epsilon. Das habe ich einfach aus Gründen, damit sich die Terme einfacher schreiben, hier eingeführt. Wichtig ist aber, wir haben fürs E-Feld, also fürs H-Feld hatten wir ja nur eine Phi-Komponente. Fürs E-Feld bekommen wir jetzt tatsächlich eine R-Komponente und eine Theta-Komponente.
Und interessant ist auch, dass man sich schon mal die räumlichen Abhängigkeiten anschaut oder beziehungsweise diese Abhängigkeit von dem dimensionslosen Parameter kr. Das taucht hier insgesamt in Potenzen 1 durch kr, 1 durch kr Quadrat, 1 durch kr hoch 3 auf. Beim H-Feld, wenn wir gleich auf der nächsten Folie sehen, haben wir nur zwei von diesen, nämlich 1 durch kr und 1 durch kr Quadrat. Und das wird wichtig, wenn man sich das Verhalten entweder sehr nah an der Quelle oder sehr weit weg von der Quelle anschaut. Sehr nah von der Quelle, das heißt dann, da ist k mal r wesentlich kleiner als 1. Da würden natürlich die Terme 1 durch kr hoch 3 die dominierenden werden. Die habe ich beim E-Feld. Beim H-Feld habe ich die gar nicht. Da habe ich nur 1 durch kr Quadrat. Das heißt, eine Sache, die wir hier schon sehen, ist, wenn wir sehr nah dran gehen, dann wird relativ gesehen hier das E-Feld tatsächlich das Dominierende sein. Wie das weit weg von der Quelle ist, das ist das, was eigentlich sogar interessanter ist und was uns jetzt im nächsten Schritt interessiert. Das heißt, wir gehen jetzt zum sogenannten Fernfeld und machen da eine ganz ähnliche Überlegung, wie wir gerade eben für den Fall sehr nah dran gemacht haben. Jetzt sind wir also im Fall sehr weit weg. Ich habe hier nochmal H und E zunächst mal allgemein hingeschrieben. Hier sehen Sie das nochmal, dass Sie eben die verschiedenen Kr-Abhängigkeiten haben. Und wenn wir jetzt eben Kr wesentlich größer als 1 betrachten, dann ist klar, dass in diesen eckigen Klammern jeweils der Term mit 1 durch Kr die anderen Terme dominiert. Die anderen fallen einfach schneller ab. Und was übrig bleibt, sind dann nur die führenden Terme und das sind die mit 1 durch Kr. Beim H-Feld ist das klar, das bleibt immer noch eine Phi-Komponente. Beim E-Feld wird dadurch aber auch die R-Komponente insgesamt verschwinden, weil die R-Komponente von E, die hat überhaupt keinen Term 1 durch Kr, der taucht nur bei der Theta-Komponente auf. Das heißt, im Rahmen dieser Näherung Kr wesentlich größer als 1, das ist dann das, was wir dann auch das Fernfeld nennen. Dort werden sich diese Gleichungen erheblich reduzieren, und zwar genau in die Form, die hier unten steht. Da hat das H-Feld dann nur noch eine Phi-Komponente, das E-Feld nur noch eine Theta-Komponente. Und ansonsten sind die beiden Komponenten aber identisch bis auf den Faktor z. Das heißt, an dieser Stelle sieht man auch nochmal, dass z, was wir bisher als Wurzel aus μ durch Epsilon gesehen haben, im Feld auch nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Es ist nämlich nichts anderes als der Quotient von elektrischer Feldstärke zu magnetischer Feldstärke, also eine Impedanz. Deshalb auch Feldimpedanz oder Feldwellenwiderstand. Das ist hier nochmal hingeschrieben. Also Z, das ist eben im Fernfeld ist das Wurzel μ durch Epsilon oder bei einer ebenen Welle oder bei einer Kugelwelle hat man das ja gesehen, dass das Wurzel μ durch Epsilon ist. Etwas verallgemeinert ist es aber auch tatsächlich einfach der Quotient von Betrag von E durch Betrag von H. Ja, und diese Formeln, die sind ja sehr einfach und was wir als nächstes machen wollen, ist, dass wir uns das tatsächlich einfach mal ganz kurz auch anschauen. Ich greife da auf eine Visualisierung zurück, die nicht von mir selber ist, sondern der Herr Girrwitz in der Didaktik der Physik der LMU München hat eben ein ganz schönes Java-Applet zur Verfügung gestellt. Hier oben ist auch nochmal die Webadresse eingegeben.
Und ja, in diese kleine Web-Applikation springen wir jetzt einmal ganz kurz hinein. Und Sie sehen, dass Sie hier neben dem Herzchen-Dipol tatsächlich auch den Stab-Dipol berechnen können. Ist was, was wir hier jetzt noch gar nicht betrachtet haben. Sie haben verschiedene Ansichten. Ich will das jetzt nicht alles durchgehen, sondern Ihnen nur kurz zeigen. Im Moment sind also E-Feldlinien dargestellt. Das ist das, was Sie jetzt hier im Hintergrund eben auch sehen. Und Sie können aber auch ganz verschiedene andere Größen, die wir zum Teil auch gleich erstmal noch einführen werden, sich darstellen lassen. Es gibt auch dreidimensionale Ansichten, das lasse ich jetzt auch mal weg. Sie können auch sagen, okay, wie viel Wellenlängen wollen Sie denn jetzt hier überhaupt darstellen? Wir sind im Moment mal dabei, dass wir nur eine halbe Wellenlänge uns darstellen lassen. Und das Schöne ist, dass man eben hier jetzt auch tatsächlich eine Animation laufen lassen kann, weil man dann eben noch besser als sonst sieht, wie sowas dann eben aussieht. Und man sieht jetzt hier eben tatsächlich auch, dass in der Nähe der Quelle ja tatsächlich eine ganze Menge passiert. Wenn wir aber die Animation noch mal stoppen, auf ein Standbild gehen und machen den Ausschnitt jetzt einfach wesentlich größer, dann sehen Sie eben, dass nach außen hin das dann doch sehr regelmäßig wird. Und das ist so ein ganz typisches Bild, wie Sie es sicherlich von einem Dipol auch schon mal gesehen haben. Gut, also spielen Sie einfach selber ruhig was damit und da kriegt man ein ganz gutes Gefühl für die Größen, auch eben für die anderen Größen, die wir jetzt auf den nächsten Folien erst einführen werden. Gut, gehen also zurück in unsere Folienansicht und machen einfach weiter. Das nächste, was wir uns anschauen wollen, ist die Energieflussdichte. Das ist ja bei einer Antennenstruktur natürlich immer interessant. Damit will ich ja typischerweise auch Information und damit letztendlich auch Energie übertragen. Und auch das betrachten wir im Fernfeld, weil es da eben auch besonders einfach ist. Und Sie wissen, dass die mittlere Energieflussdichte eben definiert ist über den komplexen Pointing-Vektor, der hier nochmal hingeschrieben ist. Das ist also ein halb E kreuz H komplex konjugiert. Und naja, da brauchen wir jetzt einfach nur das E und das H einzusetzen, müssen natürlich hier das komplex konjugierte beachten. Und ja, wenn Sie das ausführen, dann sehen Sie natürlich auch sofort, Sie haben hier ein E-Theta-Kreuz-E-Phi. Das Ganze wird also in ER-Richtung gehen. Und wenn Sie es durchführen, stellen Sie auch fest, der komplexe Pointing-Vektor wird in diesem Fall tatsächlich eine rein reelle Größe sein, was nichts anderes heißt, als dass Sie hier einen reinen Wirkleistungsfluss oder Wirkenergiefluss haben und keine Blindkomponenten im Fernfeld. Sie sehen auch charakteristische Abhängigkeiten. Natürlich ist das Ganze einmal von R abhängig. Also haben eine Abstandsabhängigkeit und Sie lesen hier ab, dass das mit 1 durch R Quadrat abfällt. Das ist nicht wirklich verwunderlich, weil R Quadrat ist ja gerade das Maß, mit dem die Oberfläche wächst, wenn Sie weiter weggehen, und dass dann die Energie sich auf einen immer größer werdenden Raumwinkel verteilt und damit eben durch 1 durch R Quadrat abfällt, ist eigentlich klar. Und das andere Interessante, was hier übrig bleibt, ist eben die Theta-Abhängigkeit, die offensichtlich, weil hier beides mal Sinus Theta drin steht, zu einem Sinus Quadrat Theta wird. Und das findet man auch häufig wirklich grafisch dargestellt. Man könnte ja hingehen und jetzt eben diesen Verlauf Sinus Quadrat von Theta über dem Wertebereich von 0 bis Pi einfach mal hinplotten. Das ist schnell gemacht. Typischer findet man aber eine andere Darstellung,
die dann schon in Richtung eines Richtdiagrammes geht, was wir dann gleich einführen werden. Und zwar, wenn wir jetzt die Z-Achse nach oben zeichnen und die Abstandsachse, also den radialen Abstand hier nach rechts, dann könnten wir zu jedem Winkel Theta diesen Wert Sinus Quadrat Theta in Richtung Theta abzeichnen. Und die Endpunkte sind dann eben Punkte, die auf dieser roten Kurve liegen. Und wenn Sie das sich jetzt noch als Rotationsfigur vorstellen, also einmal um die Z-Achse drehen, also die Phi-Drehung vollziehen, dann ist die Figur, die dann rauskommt, eben tatsächlich sowas wie ein Donut. Und das findet man auch als Bezeichnung häufig im Zusammenhang mit dem Herzchen-Dipol oder auch mit anderen einfachen Antennen, die wir gleich noch sehen werden. Gut, diese Darstellung führt uns jetzt schon auf das sogenannte Strahlungsdiagramm. Und beim Strahlungsdiagramm, naja, da schaut man sich eben tatsächlich gerade eben diese Abstrahlkomponente ab, also diese abgestrahlte Leistung, die ja normalerweise eben von R, von Theta und von Phi abhängt. In unserem Fall ist sie jetzt von Phi unabhängig, aber allgemein würde sie natürlich auch von Phi abhängen. Und man spricht vom Strahlungsdiagramm, wenn man diese Größe dann normiert auf ihren Maximalwert. Also irgendwo wird das ja sein Maximum haben. Das kann ich natürlich darauf normieren. Und sehr häufig stellt man diese Figur dann nicht als mehrdimensionales, als räumliches Gebilde dar, als räumliche Figur dar. Das findet man manchmal auch. Aber häufiger ist, dass man Hauptschnitte darstellt, nämlich jetzt beim Herzchen-Dipol zum Beispiel das sogenannte Horizontaldiagramm. Da würde ich mir einfach den Schnitt senkrecht zur Z-Achse anschauen. Das heißt, die Schnittebene ist dann die XY-Ebene. Und in dieser Ebene ist natürlich dieses Strahlungsdiagramm beim Herzchen-Dipol besonders einfach, weil es überhaupt keine Phi-Abhängigkeit gibt. Das heißt, das hat überall den gleichen Wert. Das gibt also einen Kreis und durch die Normierung hat dieser Kreis eben einen Radius 1. Und das andere ist das Vertikaldiagramm und da kommen wir jetzt wieder auf diesen Donut. Da würde ich also zum Beispiel für Phi gleich 0 die Schnittebene mir anschauen. Das wäre dann also die Zx-Ebene oder statt x, weil das ja durch alle Ebenen gleich ist, habe ich jetzt auch hier für alle Phi gleich ist, habe ich hier mal R dran geschrieben. Wäre also die Zr-Ebene und da, wie gesagt, einfach dann hier den Wert von Sinus Quadrat Theta für ein bestimmtes Theta abgetragen, gibt wieder diese rote Linie. Und hier zeichnet man jetzt typischerweise tatsächlich diese sogenannte Rückwärtskeule mit, obwohl Theta ja im Winkelbereich von 0 bis Pi beschränkt ist, aber durch die Phi-Abhängigkeit ergibt sich natürlich auch ein Betrag nach hinten. Und im Fall des Herzchen-Dipols haben wir durch die Phi-Symmetrie auch hier keinen Unterschied zwischen der sogenannten Vorwärtskeule und der sogenannten Rückwärtskeule. Bei allgemeinen Antennen wäre das anders. Da sind tatsächlich Vorwärtskeulen und Rückwärtskeulen häufig unterschiedlich. Häufig will man das sogar so, dass eine Antenne bevorzugt in eine Richtung abstrahlt und die Hauptabstrahlrichtung, das nennt man dann auch die Hauptkeule. Schauen wir uns die mittlere abgestrahlte Leistung an. Die ergibt sich natürlich direkt aus der mittleren Energieflussdichte integriert über die Oberfläche einer Kugel mit Radius R. Also auch wenn das in eine bestimmte Richtung mehr abgestrahlt wird als in eine andere Richtung, wir haben ja hier gesehen, dass in Richtung der Pole überhaupt nicht abgestrahlt wird,
Dann kann ich natürlich mir anschauen, im Mittel, wie viel ist das denn? Und dafür integriere ich natürlich über die gesamte Kugel. Ich habe jetzt hier spaßhalber einfach mal die Terme rot und grün markiert, damit Sie das ein bisschen besser erkennen, was was ist. Hier ist, wie gesagt, einfach die mittlere Energieflussdichte nochmal eingesetzt. Das ist der Term, den wir eben schon hatten. Und das Oberflächenelement, das ist hier im Fall einer Kugel natürlich besonders einfach. Das ist rein radial gerichtet und hat dann den Wert r² sinus Theta d phi d Theta. Ja, und dieses Integral ist in dem Fall natürlich wirklich auch besonders einfach auszurechnen. Wir können natürlich nach vorne ziehen all das, was überhaupt nicht von r und von Theta und von phi abhängig ist. Das kann sowieso vors Integral. Dann habe ich von phi überhaupt keine Abhängigkeit. Das heißt, das Integral 0 bis 2 pi d phi kann ich sofort ausführen. Das gibt einfach den Term 2 pi. Und das Theta-Integral ist auch sehr einfach, weil die einzige Theta-Abhängigkeit kommt eben von dem Sinus-Quadrat und dann nochmal von dem Sinus-Theta aus dem Oberflächenelement. Das ist also insgesamt dann eben ein Integral 0 bis pi von Sinus Theta hoch 3. Und wenn Sie das ausrechnen, ist das einfach 4 Drittel. Ja, damit ist das Integral bekannt und die mittlere abgestrahlte Leistung nimmt eben den Wert an, der hier hingeschrieben ist. Die mittlere abgestrahlte Leistung ist wieder wichtig, um tatsächlich die Richtwirkung einer Antenne begutachten zu können oder charakterisieren zu können. Und dafür tut man mal so, als gäbe es auch einen Isotropenstrahl. Also als würde es ein Gebilde geben, das tatsächlich Energie in alle Richtungen gleichermaßen abstrahlen könnte. Dann würde ein solcher hypothetischer isotroper Strahler natürlich pro Raumwinkel diese mittlere Leistung aber eben verteilt auf die gesamte Oberfläche abstrahlen. Ne? Wenn es überall gleich hinstrahlt, dann strahlt es überall eben die mittlere Leistung ab, die wir gerade ausgerechnet haben, und das normieren wir auf das Winkelelement. Das heißt, das ist die pro Raumwinkel abgestrahlte Leistung im Falle eines hypothetischen Isotropenstrahlers. Ja, und jetzt haben wir einen tatsächlichen Strahler, wissen, was der eben abgibt in Abhängigkeit von r, Theta und Phi. Das ist ja das, was wir über den Pointing-Vektor eben ausgerechnet haben. Und wir wissen, was ein isotroper Strahler pro Raumwinkel ausrechnen würde. Und damit können wir die sogenannte Direktivität oder eben auch Richtwirkung definieren. Die ist so definiert, dass wir sagen, naja, wir schauen uns an, was eben tatsächlich in Richtung Theta und Phi tatsächlich abgestrahlt wird und normieren das auf die mittlere Leistung pro Raumwinkel, also das, was ein isotroper Strahler abstrahlen würde. Und wenn wir da jetzt die Werte einsetzen, dann rechnen Sie sehr schnell aus, dass das 3 halbe mal Sinusquadrat Theta ist. Und das 3 halbe ist ein sehr prominenter Faktor, der hier beim Hertzschen Dipol rauskommt. Also das ist ja auch der Maximalwert, der bei der Direktivität rauskommt. Und häufig, wenn von Direktivität von Antennen die Rede ist, dann wird häufig tatsächlich auch nur die maximale Direktivität spezifiziert. Eigentlich ist das eine winkelabhängige Größe, aber häufig finden Sie es reduziert darauf, dass eben unter Direktivität nur der Maximalwert dieser winkelabhängigen Größe gemeint ist. In dem Fall beim Hertzschen Dipol wird dieser Maximalwert eben bei Theta gleich Pi halbe erreicht und hat dort eben den Wert 3 halbe. Und das ist deswegen ein sehr wichtiger Wert, weil er sowas ist wie eine Grenze nach unten. Also Antennen,
die jetzt wirklich als abstrahlende Antennen gebaut werden, haben eine Direktivität, die größer ist als dieser Wert. Deshalb wird auch sehr häufig auf diesen Wert Bezug genommen. Also Sie haben wahrscheinlich schon, wenn Sie mal mit Antennen zu tun hatten, gemerkt, dass da sehr gerne in Dezibel gearbeitet wird. Dezibel ist ja eine Leistung, eine relative Leistung. Also Sie haben ein P durch P0. Nehmen davon den 10er Logarithmus, dann haben Sie das Bell. Und wenn Sie das nochmal mit 10 multiplizieren, haben Sie das Dezibel. Das heißt, Sie brauchen bei der Angabe in Dezibel immer eine Bezugsgröße. Diese Bezugsgröße schreiben Sie in der Regel dann hinter das dB dahinter. dB ist einfach Dezibel. Und so würde hier zum Beispiel dBi bedeuten, das sind Dezibel bezogen auf den isotropen Strahler, und das ergibt einen Wert von 1,76, weil nämlich 10 mal der 10er Logarithmus von 1,5 gerade 1,76 ist. Bei Antennen, also das dBi finden Sie sehr häufig, also der Bezug auf den hypothetischen isotropen Strahler. Sie finden aber auch das dBd, und das dBd bedeutet, Sie beziehen es jetzt tatsächlich auf den Hertzschen Dipol. Und wenn ich den Hertzschen Dipol auf den Hertzschen Dipol beziehe, dann käme jetzt hier natürlich raus 10 mal 10er Logarithmus von 1 auf sich selber bezogen. Und das ist offensichtlich 0. Also 0 dBd entspricht 1,76 dBi. Und für andere Antennen können Sie das dann entsprechend ausrechnen. Ein paar Bemerkungen. Also, ich habe eben, anfangs habe ich schon mal gesagt, wir machen hier eben keine Antennentheorie. Deshalb füge ich aber jetzt noch mal ein paar Bemerkungen ein, ohne dass jetzt da wirklich Beweise oder sonst was geführt werden oder das entsprechend noch mal motiviert wird. Einfach, damit Sie es schon mal gehört haben. Ich habe schon gesagt, der isotrope Strahler ist nur eine hypothetische Idealisierung. Den gibt es also tatsächlich nicht. Man fragt sich so ein bisschen, ja, warum soll es den denn nicht geben? Und das führt tatsächlich aus einem mathematischen Satz in der Topologie, der den merkwürdigen Namen Eagle-Satz hat. Etwas seriöser wird er auch gerne als Satz von Poincaré und Brouwer bezeichnet. Poincaré hat ihn tatsächlich gefunden in seiner einfachen Form. Brouwer hat ihn dann für höhere Dimensionen auch verallgemeinert. Und die Aussage dieses Satzes ist, dass auf einer Sphäre Sn gibt es genau dann ein tangentiales, stetig nirgends verschwindendes Vektorfeld, wenn n ungerade ist. Und das, ja, weiß man jetzt zunächst mal nicht so richtig, wie man das in Zusammenhang bringen soll mit den isotropen Strahler. Noch merkwürdiger wird es ein bisschen, wenn man jetzt tatsächlich sich eine geläufige Formulierung für den zweidimensionalen Fall anschaut. Die Kugel, die Oberfläche einer Kugel, da wären wir ja gerade beim Fall n gleich 2, das heißt, da ist es gerade, da sagt also der Eagle-Satz, dass es da kein tangentiales, stetig nirgends verschwindendes Vektorfeld gibt. Eine geläufige Formulierung ist dann tatsächlich auch, dass man sagt, jeder stetig gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt. Man könnte das auch mit Frisuren machen. Auch der Kopf ist sowas eben wie Oberfläche einer Kugel. Sie können das auch eben bei Haaren feststellen, dass Sie, wenn Sie versuchen, Haare glatt zu kämmen, dann geht das auch an ganz vielen Stellen, aber irgendwo bleibt eben etwas übrig. Und das, was übrig bleibt, ist dann eben bei den Haaren typischerweise ein Wirbel. Wie kann man sich das beim Dipol vorstellen? Naja, wir haben ja letztendlich mit E, H und K so ein Dreibein auf der Oberfläche. Und problemlos könnt ihr jetzt zum Beispiel in vier Richtungen das drehen. Das gibt überhaupt kein Stetigkeitsproblem. Sie können das zum Beispiel am Äquator einmal komplett rumdrehen, ohne dass das ein Problem gibt.
Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel das entlang eines Längengrades, also eine Theta-Bewegung machen, dann würden Sie feststellen, wenn das hier zum Beispiel das E-Feld ist, dass auf der Seite Sie eben gegen den Pol kommen. Und wenn Sie jetzt einmal auf die andere Seite drehen und drehen da hoch, dann kommen Sie eben auch gegen den Pol. Das heißt, da stößt das zusammen. Und das kann dann entweder nur sozusagen eine Polstelle geben mit Maximalwerten oder eine Polstelle mit Minimalwerten. Und das, was wir beim Dipol gesehen haben, ist tatsächlich eine Polstelle mit Minimalwerten. Das heißt, da haben Sie keine Abstrahlung. Das wäre ein solcher Glatzpunkt. Das heißt, aus der Topologie folgt hier tatsächlich, dass es einen solchen Isotropenstrahler nicht geben kann, weil die Oberfläche der Kugel, wenn die Kugel im dreidimensionalen Raum ist, eben zweidimensional ist und zwei eine gerade Dimension ist. Der ideale Hertzsche-Dipol, der kann tatsächlich durch extrem kurze Antennen näherungsweise, aber letztendlich beliebig gut realisiert werden. Und die Länge, die dann eine solche Antenne haben muss, die liegt tatsächlich so im Bereich Lambda Zehntel oder kleiner. Sowohl der Hertzsche Dipol als auch der isotrope Strahler werden als Bezugsgröße in der Antennentechnik genutzt. Das sind sogenannte Elementarquellen. Das heißt, auch wenn der isotrope Strahler eben, wenn es den gar nicht gibt, dann wird er als Bezugsquelle trotzdem genommen. Das haben Sie ja eben auch schon mal an dem DBI-Beispiel gesehen, wo wir also tatsächlich eine Dezibelgröße bezüglich eines idealisierten Strahlers einführen. Es gibt zum Hertzschen Dipol auch ein duales System, das ist der Fitzgeraldsche Dipol. Und da betrachten Sie eben keinen kleinen leitfähigen linearen Pfad, sondern da betrachten Sie eine infinitesimal kleine Leiterschleife, in dem Sie einen konstanten Strom einprägen. Und wenn Sie diese Leiterschleife jetzt tatsächlich so orientieren, dass der normalen Vektor dieser Leiterschleife wieder die Z-Achse ist, dann bekommen Sie hier beim Fitzgeraldschen Dipol eben tatsächlich nur ein E-Feld mit einer Phi-Komponente und ein H-Feld mit einer Theta-Komponente. Also genau umgekehrt wie beim Hertzschen Dipol. Und auch die Rechnungen, die durchzuführen sind, sind mehr oder weniger analog. Also sprich, es gibt beides. Es gibt diese elektrische Quelle und es gibt diese magnetische Quelle, den Fitzgeraldschen Dipol. Und das ist nochmal auch ganz interessant, wenn man diese Dualität betrachtet. Wir hatten ja den Feldwellenwiderstand als E durch H nicht definiert, aber gesehen, dass er die Bedeutung hat. Und im Fernfeld gibt das tatsächlich einen konstanten Wert 120 Pi Ohm, den man auch ausrechnen kann aus Wurzel μ durch Epsilon. 120 Pi Ohm jetzt eben fürs Vakuum angenommen. In der Nähe eines Hertzschen Dipols, da haben wir aber gesehen, dass der Nähe heißt ja, K mal R ist wesentlich kleiner als 1. Da würde dann also der Term mit 1 durch Kr hoch 3 dominieren. Den habe ich aber beim Hertzschen Dipol nur im E-Feld. Das H-Feld hat den Term überhaupt nicht. Sprich, im Nahfeld eines Hertzschen Dipols, da bleibt eben im Wesentlichen, da ist dann das E-Feld dominierend und damit haben wir dort eine sehr hohe Impedanz. Wir sprechen dann auch davon, dass wir im Nahfeld eines Hertzschen Dipols ein hohes Impedanzfeld haben. Umgekehrt gilt dann beim Fitzgeraldschen Dipol, duales System, dass wir da im Nahfeld das Magnetfeld dominieren haben und mit der gleichen Definition von Z gleich E durch H
führt das eben darauf, dass wir dort ein Niederimpedanzfeld haben. Das ist ganz interessant, zum Beispiel für einfache Schirmungsbetrachtungen. Sie wissen ja noch aus dem Kapitel Beugung und Brechung, dass für die Reflexion der Sprung in der Materialkonstanten ganz wichtig ist. Wenn wir keinen Sprung in der Materialkonstante haben, dann findet auch keine Reflexion statt. Das war einer der Fälle, wo wir gesagt haben, da gibt es keine Reflexion. Und wenn wir Schirmung betrachten, also wenn wir ein elektromagnetisches Feld außerhalb von etwas halten wollen oder umgekehrt auch innen halten wollen, dann hilft uns die Reflexion natürlich extrem. Und ja, jetzt können Sie sich leicht überlegen, wenn Sie jetzt im Nahfeld eines Herzschendipols sind und haben dort Ihren elektrischen Schirm, der elektrische Schirm, auch das hatten wir uns schon überlegt, hat eine relativ geringe Impedanz. Und Sie haben außen ein Hochimpedanzfeld, dann haben Sie einen Übergang von einer sehr hohen Impedanz in eine geringe Impedanz. Damit wissen Sie schon, Sie bekommen viel Reflexion. Also im Nahfeld eines Herzschendipols wird ein Leiter ein guter Schirm sein. Im Nahfeld eines Fitzgeraldschen Dipols, also im Nahfeld einer Magnetfeldquelle, da ist es aber so, dass wir dort ein Niederimpedanzfeld haben. Und dann habe ich also außerhalb des Metalls eine niedere Impedanz und im Metall selber auch eine niedrige Impedanz. Und da kann es passieren, dass eben die Reflexion kein dominanter Prozess für die Schirmung mehr ist. Und das ist etwas, was Sie gerade bei niedrigen Frequenzen, wo Sie häufig im Nahfeld sind, bei technischen Anwendungen häufig Probleme mit haben, dass Sie eben das niederfrequente Magnetfeld relativ schlecht elektromagnetisch schirmen können. Und das ist etwas, was Sie hier direkt aus dem bisher Gelernten schon ablesen können. Nochmal ganz kurz zur Grenze des Fernfeldes. Wir hatten schon gesagt, dass eben k mal r dann wesentlich größer als 1 sein muss. Das heißt auch, dass r wesentlich größer als lambda durch 2 pi sein muss, was ja dann in Frequenzen ausgedrückt, die Frequenz wird fest sein, aber das Lambda hängt ja auch vom Medium ab. Und wenn ich das umschreibe, kommt hier die Phasengeschwindigkeit rein. Das ist dann also Phasengeschwindigkeit durch 2 pi mal f. Und wir können jetzt mal Vakuum annehmen, dann wissen wir, die Phasengeschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit. Und einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wann sind wir denn im Fernfeld, hier einfach mal 4 beliebige herausgegriffene Frequenzen hingeschrieben. 50 Hertz, 1 kHz, 100 MHz, 1 GHz. Alles Frequenzen, die durchaus bei technischen Anwendungen eine Rolle spielen. Und gleichzeitig ist mal hier diese Grenzgröße C durch 2 Pf dann eben ausgerechnet. Das heißt, der Abstand müsste groß sein gegen diesen Wert, der hier steht, damit Sie im Fernfeld sind. Und Sie sehen, dass Sie das eigentlich bei der technischen Frequenz 50 Hertz praktisch nicht erreichen können. Da sind Sie eigentlich immer im Nahfeld. Selbst bei 1 Kilohertz müsste Ihr Abstand noch groß sein gegen knapp 50 Kilometer. Bei 100 Megahertz wird es langsam handhabbar. Da müsste Ihr Abstand groß sein gegen einen halben Meter. Und bei 1 Gigahertz reicht schon, wenn der Abstand groß ist, gegen 5 Zentimeter. Also Sie sehen, in welchen Dimensionen wir uns hier bewegen. Gut, das waren so ein paar Zwischenbemerkungen, insbesondere weil wir nicht die Zeit haben, zu viel Antennentheorie zu machen, das aber doch ein wichtiges Gebiet ist und Sie einiges wenigstens mal vom Begriff her gehört haben sollten. Kommen wir weiter zu den Linearantennen. Das können wir jetzt relativ schnell tatsächlich machen, weil wir eigentlich nur den Fall des Herzschendipols geeignet verallgemeinern müssen. Wir hatten beim Herzschen Dipol, beim Fitzgeraldschen könnten wir es genauso sagen, haben wir ein infinitesimales Stromelement und wir haben einen in der Regel zeitlich harmonischen, aber eben räumlich konstanten Strom. Und bei einer sogenannten linearen Antenne werden wir jetzt daran festhalten, dass das ein dünner Draht ist. Das macht die Integration wesentlich einfacher. Er soll perfekt leitend sein, dass wir also jetzt hier keine ohmschen Verluste im Leiter haben. Ansonsten hätte man
einen Einfluss auf die sogenannte Antenneneffektivität und nehmen aber jetzt an, dass der Strom tatsächlich ortsabhängig ist. Das müssen wir natürlich annehmen, sobald die Antennen oder die Struktur eine gewisse Länge hat, dann werden wir natürlich räumliche Abhängigkeiten des Stroms bekommen. Und wir gehen zuerst einmal zurück und betrachten eben den hertzschen Dipol, also unser Stromelement am Ursprung. Das ist hier nochmal hingezeichnet, nur mit etwas anderen Bezeichnungen. Wir hatten das vorher L genannt. Wir nennen es jetzt mal DZ'. Und dementsprechend würden wir von einem solchen kleinen Element DZ' am Ort P jetzt auch ein DA bekommen, das also mal nach wie vor ein DAZEZ ist. Also Geometrie kennen Sie schon vom hertzschen Dipol. Und wir können deswegen natürlich auch am Punkt P das Vektorpotenzial hinschreiben. Das ist jetzt natürlich von diesem differenziellen Element auch ein differenzielles Vektorpotenzial. Aber wir wissen, wie das aussieht. Das ist genau das, was wir auch für den hertzschen Dipol schon hingeschrieben hatten. Und für das Magnetfeld ergibt sich dann entsprechend auch ein Ausdruck. Das hatten wir auch schon gesehen. Also das ist ja 1 durch μ Rotation mal A wird jetzt hier einfach 1 durch μ Rotation dA. Und hier unten ist es einfach nochmal eingesetzt. Übrigens, von dieser Zeile zu dieser Zeile hier bitte beachten, dass der Strom, den wollen wir ja später ortsabhängig machen, dann natürlich von der R'-Variable abhängig wäre und die Rotation sich hier natürlich auf die R-Variable bezieht. Von daher ist das auch nicht problematisch, dass ich hier den Strom schon nach vorne ziehe. Im Moment ist er ja sowieso konstant, da darf ich ihn sowieso nach vorne ziehen, aber wenn wir später die Ortsabhängigkeit wieder einsetzen, wird es eine Ortsabhängigkeit von R' sein und der Rotationsoperator ist eben explizit ein R-Operator. Das ist das, was ich auch hier auf der nächsten Seite nochmal an einer Stelle mal explizit angedeutet habe. Damit es einmal dran steht, es ist tatsächlich die Rotation bezüglich R und nicht bezüglich R'. Ja, und Rotation von diesem Ausdruck hier, das gibt im Allgemeinen natürlich zwei Terme. Das heißt, wir können das einfach produktweise ableiten. Und der erste Term, da wird die Rotation auf den konstanten Vektor EZ angewendet. Und das wird natürlich verschwinden. Dieser Summand spielt keine Rolle. Und der zweite gibt dann ein Minus EZ Kreuz Gradient von E hoch Minus KR durch R. Das ist das, was hier dann rot gezeichnet ist, zusammen mit dem Minus EZ Kreuz. Und es ist hier einfach rot gezeichnet, damit Sie in der nächsten Zeile dann besser sehen, wie das ausgewertet wurde. Hier ist also der erste Term jetzt weggelassen. Und der zweite, da bilden wir einfach den Gradienten von dem Ausdruck. Und das ergibt das, was hier in rot steht. Ja, und das kann man jetzt natürlich nochmal ein bisschen schöner schreiben, indem man hier die Klammern ein klein bisschen auflöst und Minus mal Minus gibt Plus, sodass hier nur EZ Kreuz R durch R und dann der Rest steht. Gut, und damit haben wir nach wie vor zunächst mal für einen konstanten Strom das dr hingeschrieben. Und von dem dr könnten wir jetzt natürlich übergehen und die Ortsabhängigkeit einfach nachträglich wieder einpflegen. Ich habe schon argumentiert, dass das unproblematisch ist. Weil es eine R'-Abhängigkeit ist, können wir hier tatsächlich einfach I durch I von R' ersetzen. Und unser DZ'EZ wird dann natürlich einfach ein DR' und aus unserem R wird einfach ein R minus R', sodass der gesamte Ausdruck dann einfach die Gestalt annimmt, die hier unten steht. Und auch in dieser Gestalt, hier oben ist es nochmal hingeschrieben, interessieren wir uns jetzt tatsächlich
im Wesentlichen oder eigentlich nur fürs Fernfeld, weil wir da weitere Vereinfachungen machen können. Und das sind alles Vereinfachungen, die haben wir auch schon gemacht bei elektromagnetische Wellen 11 Erzeugung, wo es um die Strahlungszonen geht. Deshalb hier auch mit der entsprechenden Kürze. Wir wissen, dass K mal R-R-Betrag wesentlich größer als 1 sein soll. Wir sind im Fernfeld und damit ist K wesentlich größer als 1 durch R-R-. Das werden wir als Abschätzung hier gut gebrauchen können. Wir können R-R durch R-R-Betrag ungefähr identifizieren mit R durch R, also letztendlich mit Einheitsvektor in Richtung von R. Und das bedeutet einfach, dass die Quellpunkte dass es keine großen Unterschiede macht, wo ich jetzt gerade im Punkt bin. Also der Abstand verändert sich nicht wesentlich in Abhängigkeit davon, wo ich innerhalb der Antenne bin. Das ist etwas, was natürlich diesen Ausdruck hier wesentlich vereinfacht und auch für den Ausdruck hier hinten, den kann ich vereinfachen. Das ist, wie gesagt, auch alles nochmal in dem alten Kapitel gezeigt und der Term, der hier auftaucht, da taucht eben wieder die Projektion auf. Das heißt, das ist nichts anderes als das R auch dargestellt werden kann, R-R auch dargestellt werden kann als R minus die Länge der Projektion von R' auf R. Mit diesen Näherungen, die letzte bringt uns ja dazu, dass wir einen Term tatsächlich dann aus dem Integral rausziehen können, können wir das Ganze dann nochmal vereinfacht hinschreiben. Also hier zunächst einfach das dr im Fernfeld nochmal hingeschrieben mit diesen Ersetzungen. Und naja, wenn ich das dr habe, dann kann ich natürlich jetzt auch entlang einer linienförmigen Kontur, das soll also jetzt unsere Drahtstruktur sein, das Ganze integrieren. Hier nochmal die Geometrie, also R' sind die Aufpunkte im Draht. R ist der Beobachtungspunkt P und R-R' ist die Verbindungslinie vom Quellpunkt zum Beobachtungspunkt. Und wenn ich dr habe, dann kann ich das H natürlich jetzt darstellen als Integral entlang der Kontur und dabei alles nach vorne ziehen, was eben von R' unabhängig ist, und das führt mich auf diese Struktur, auf dieses dann doch wieder relativ einfache Integral, mit dem wir jetzt in der Lage wären, das Magnetfeld für zumindest in Fernfeldnäherung, das Magnetfeld in für beliebige linienförmige Antennen auszurechnen. Und was wir vorher gesagt haben, wenn wir das H-Feld haben, dann können wir daraus natürlich auch das E-Feld ausrechnen. Das gilt natürlich weiter. Daran ändert sich nichts. Ja, zum Ende hin dieser Veranstaltung vielleicht noch mal ein paar Abbildungen, ohne dass wir das jetzt im Detail herleiten. Wichtige und typische Strukturen sind also beispielsweise der Lambda-halbe Dipol. Da würde man auf diese Drahtstruktur, die jetzt in der Mitte gespeist wird, eben insgesamt eine halbe Wellenlänge drauf bekommen. Sie bekommen dann bei einem Lambda-halbe-Dipol eine Abstrahlcharakteristik, die der des Hertzschen Dipoles noch sehr, sehr ähnlich ist. Wenn Sie das Ganze verlängern, also dann auf die doppelte Länge gehen, dann haben Sie einen sogenannten Lambda-Dipol. Auch der hat tatsächlich noch eine Abstrahlcharakteristik, die schon gerichteter ist. Das heißt, sie geht mehr nach vorne, aber die noch mit einer Keule zu charakterisieren ist. Beim Lambda-Dipol passt dann eben auf die gesamte Struktur, die hier symmetrisch gespeist wird, insgesamt eine ganze Wellenlänge.
Und anders sieht das aber dann zum Beispiel beim 3 Lambda halbe Dipol aus. Wenn es also jetzt länger wird als Lambda, dann bekommen Sie tatsächlich auch signifikante Nebenkeulen. Und das werden Sie bei technischen Antennen normalerweise nicht haben wollen. Da wollen Sie lieber tatsächlich so eine gerichtete Abstrahlung nach vorne. Und deshalb bewegen wir uns bei Antennenstrukturen, bei solchen einfachen Dipol-Antennenstrukturen, typischerweise auch im Bereich von Lambda halbe Dipolen. Sie finden manchmal auch den Begriff des Lambda-Viertel-Dipols. Das ist jetzt nicht einfach eine symmetrisch gespeiste Antenne, die nochmal kürzer ist, sondern das ist eine gespiegelte Lambda-halbe Struktur. Sie könnten ja sagen, okay, anstatt hier symmetrisch einzuspeisen, können Sie hier auch eine metallische Ebene hinziehen und betrachten dann einfach nur einen Ast über der metallischen Ebene und speisen die Antenne dann relativ zum Massepotenzial. Das heißt, die Ebene würden Sie auf Erdpotenzial legen und einfach die Antenne speisen relativ zur Masse. Und dann ist die eben nur noch Lambda Viertel groß. Durch die Spiegelung ist es aber letztendlich eine Lambda-halbe Antenne. Also auch Lambda-Viertel-Dipol finden Sie häufig. Und solche Stabantennen über einer leitfähigen Ebene sind ja sehr häufig anzufinden. Häufig wird man auch versuchen wollen, solche Antennen kurz zu bekommen. Und da muss man unterscheiden zwischen der physikalischen Länge und der elektrischen Länge. Die elektrische Länge, die soll dann typisch zum Beispiel Lambda halbe sein, aber Sie wollen es physikalisch kürzer bekommen. Und physikalisch kürzer können Sie es auf verschiedene Art und Weise bekommen. Auch das hier nur angedeutet. Sie können zum Beispiel im Fuß Induktivitäten einbringen. Das wird Ihre Antenne elektrisch größer machen, als sie tatsächlich ist. Sie werden auch Dachkapazitäten einbringen können, um eine Antenne zu verlängern. Das sind beispielsweise dann Platten, die oben nochmal draufgesetzt werden. Und Sie können mit dielektrischen Materialien arbeiten. Wenn Sie die Antenne jetzt also in ein Dielektrikum einbetten, dann wissen Sie, dass Sie dort ja dann auch eine geringere Wellenlänge haben als im Freiraum und damit können Sie Ihre Antenne physikalisch natürlich auch kleiner machen. Ansonsten typische Bauformen von Linearantennen, einfach damit man das mal gesehen hat. Also das hier wäre zum Beispiel so ein Halbwellendipol, also Lambda-Halbe-Dipol. Solche Antennen werden sehr häufig zum Beispiel zu Kalibrierzwecken eingesetzt, weil sie dort sehr genau wissen, wie eben das abgestrahlte Feld ist, in Abhängigkeit von der Leistung, die Sie der Antenne zur Verfügung stellen. Es sind aber Antennen, die nicht wirklich breitbandig eingesetzt werden können. Das heißt, wenn Sie doch dann eben bei verschiedenen Frequenzen kalibrieren wollen, dann müssen Sie entsprechend einen ganzen Satz haben mit unterschiedlichen Längen oder es gibt die auch mit einstellbaren Stäben. Breitbandiger sind beispielsweise solche logarithmisch-periodische Antennen, bei denen bei unterschiedlichen Frequenzen jetzt tatsächlich unterschiedliche Paare von Stäben hauptsächlich schwingen. Das ist gut für die Breitbandigkeit der Antenne. Weil aber die Quelle entlang der Achse der Antenne variiert, sind diese Antennen nicht besonders gut geeignet, um Pulse damit abzustrahlen. Pulse sind zwar breitbandig, da ist es natürlich schön, wenn Sie eine breitbandige Antenne haben, aber es ist überhaupt nicht schön, wenn Sie dann ein Phasenzentrum haben, was entlang der Antenne wandert. Und deshalb werden solche Antennen für breitbandige Anwendungen mit nicht pulsförmigen Größen gerne verwendet. Bikonische Antennen ist ein gutes Beispiel dafür, eine einfache Dipolanordnung, bei der aber die Kapazität zum Ende hin vergrößert wurde. Die Verbreiterung dieser Stabstruktur nach außen hin
sorgt tatsächlich für eine größere Kapazität der Antenne und durch diese spezielle Anordnung wird diese Antenne erstens etwas breitbandiger und zweitens wird sie kompakter in der Bauform. Ja, und man kann sowas auch kombinieren. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Antennendesigns, bei denen wir hier nur einige zeigen können. Sie können also auch logarithmisch periodische und bikonische Anteile kombinieren. Dadurch wird die Antenne typischerweise noch mal etwas breitbandiger. Auf der anderen Seite vereinigen sie aber auch die Nachteile, die es ja durchaus auch bei diesen beiden Formen gibt. Ja, und einfach, damit es noch mal gezeigt ist, auch eine Loop-Antenne. Auch das wäre letztendlich sowas wie eine Linear-Antenne, weil ich entlang eines Drahtes eine Kontur habe und kann hier einfach integrieren. So etwas ist natürlich eine magnetische Antenne, sprich, Sie würden hiermit eben ein Niederimpedanzfeld im Nahfeld erzeugen. Fürs Fernfeld ist es dann natürlich wieder egal. Die Ausführung, die hier gezeigt ist, ist eine sehr häufig zu findende Ausführung, nämlich die Ausführung einer sogenannten geschirmten Antenne. Das heißt, den eigentlichen Draht, der hier wichtig ist, der läuft innen drin, den sehen Sie gar nicht. Und Sie haben dann eine Schirmung drumherum. Das ist der massive Zylinder, den Sie hier außen sehen. Und das dient dazu, dass Sie diese Antenne vor einem elektrischen Feld schützen, damit sie wirklich dann nur das Magnetfeld misst und nicht noch ein elektrisches Feld ungewollterweise mitmessen würde. Und damit es funktioniert, muss dieser Schirm aber tatsächlich an einer Stelle mindestens geschlitzt sein. Sie haben dann also meistens so einen kleinen Plastikschutz drauf. Unter diesem Plastikschutz befindet sich dann ein Schlitz im Schirm. Gut, ja, das soll aber jetzt auch schon reichen. Wir hören also auf mit diesen typischen Bildern, dass Sie mal etwas von Antennen gesehen haben. Sie werden vielleicht gesehen haben, dass ich das Ganze Antennen 1 genannt habe. Vielleicht kommen wir tatsächlich dazu, noch einen zweiten Beitrag zu machen. Wenn, dann werden wir das machen, nachdem wir uns mit Wellenleitern beschäftigt haben, weil wir dann besser auf sogenannte Aperturantennen eingehen können, wie zum Beispiel Hornantennen welche sind. Aber das müssen wir sehen, ob wir da tatsächlich innerhalb dieser Veranstaltung noch Zeit für haben. Gut, damit wären wir aber am Ende angekommen und wie immer danke ich Ihnen natürlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich verweise Sie auf die Webseite für weitere Informationen und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wieder sehen.